Ja, moin moin und herzlich willkommen in diesem Video. Es geht in diesem Video um die Thematik Network Marketing einsteigen. Überlegst du vielleicht noch aktuell in diese Branche einzusteigen und hast du vielleicht noch Zweifel, ob es für dich das Richtige ist? Dann bist du hier in diesem Video genau richtig. Ich weiß selber, wie es ist. Ich habe selber damals vor einigen Jahren mich für diese Branche entschieden und habe mir dort auch einige Gedanken gemacht. Allerdings, wenn ich jetzt persönlich im Gespräch mit Leuten bin, die darüber nachdenken, in diese Branche einzusteigen, dann empfehle ich immer, folgende Fragen zu stellen für sich persönlich, die ich jetzt hier in diesem Video zeigen werde, damit man für sich auch dann eine gute Entscheidung trifft und nicht vielleicht dann, ich sage mal, einfach euphorisch handelt, sich für diese Branche entscheidet und dann vielleicht schon nach ein paar Monaten oder vielleicht sogar schon früher enttäuscht ist und das Handtuch wirft, weil vielleicht dann nicht das so eingetreten ist, wie man sich das Ganze vorgestellt hat, was das Ganze erwartet hat. Und deswegen möchte ich dir hier in diesem Video helfen, für dich persönlich eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Also entweder ja oder einfach nein, ist doch vollkommen legitim, ob es für dich dann wirklich das richtige Geschäftskonzept ist und ob überhaupt hier deine Erwartungen und deine Wünsche erfüllt werden können. Als erstes empfehle ich dir, wenn du überlegst, in das Network Marketing einzusteigen, dass du für dich erstmal schaust, gibt es überhaupt Produkte, wo du bereit bist, diese auch für dich einzusetzen. Warum ist das Ganze wichtig? Als erstes natürlich ist es ein Geschäft, wo du eine Vorbildfunktion hast und hier fängt es schon damit an, dass du authentisch bist, also auch das Produkt, was du direkt oder indirekt weiterempfehlen möchtest, auch selber das Ganze auch für dich in erster Linie natürlich nutzt. Als zweites natürlich sollte auch das Produkt ja auch für dich Umsatz generieren können, wenn du davon nicht begeistert bist oder nicht hinter dem Produkt stehst. Dann werden es natürlich auch andere Menschen merken. Hier kommt es auch die Psychologie zum Tragen. Also ganz wichtig, soll es für dich wirklich erst einmal schauen, ob du wirklich auch von dem Produkt genügend begeistert bist, um es zu einem selber anzuwenden und aber auch dann später auch mit gutem Gewissen und Wissen auch weiterempfehlen zu können. Ja, wenn du hingegen siehst, das Produkt, damit kann ich nichts anfangen oder ist mir zu teuer oder die Qualität stimmt nicht, whatever, dann ist auf jeden Fall nicht die richtige Firma für dich und da sollst du auf jeden Fall, kann ich nur empfehlen, darauf zu achten. Du solltest auch, wenn es geht, ein Network Marketing Geschäft, ich werde auch das nochmal kurz den Punkt erstmal aufschreiben, also Produkt, ganz wichtig. Und du solltest auch, was ich dir empfehlen kann, auf die Firma achten. Warum ist die Firma so wichtig? Es ist einfach so in der Branche, dass circa von den Firmen, die noch keine 5 Jahre auf dem Markt sind, über 95% die ersten 5 Jahre nicht überstehen. Du solltest also ganz genau die Firma anschauen. Im Idealfall ist die Firma schon mindestens 5 Jahre auf dem Markt. Und du solltest ja auch, wenn es geht, die Umsätze anschauen, die Umsatzentwicklung, das Eigenkapital, den Cashflow und so weiter. Also auch dort die Bilanz zum Beispiel auch einsehen. Also zumindest nicht blind bei irgendeiner Firma starten, sondern auch bevor du ins Network Marketing einsteigst, dir in Ruhe die Firma betrachten und auch in Ruhe darüber nochmal schlafen, mindestens eine Nacht, bis du dann doch für dich dort eine Entscheidung triffst. Ja? Als zweites ganz wichtig, das Produkt kann ja gut sein, ja, ist erstmal toll, wenn die Firma gut ist, auch toll, hast du schon mal 2 wichtige Punkte vor deinem Network-Marketing-Einstieg beziehungsweise einen möglichen Network-Marketing-Einstieg rausselektiert. Aber auch wichtig natürlich, dass du dich auch guckst, welches Ziel verfolgst du, ja, was möchtest du, meine Schrift ist heute wieder richtig toll. Welches Ziel möchtest du erreichen im Network Marketing? Ich sag mal so, wenn du zum Beispiel im Network Marketing schnell Geld verdienen möchtest, ja, dann ist Network Marketing wahrscheinlich nicht so geeignet. Es sei denn natürlich, du hast auch dort Produkte, die man gut auch direkt vertreiben kann. Zum Beispiel im Finanzbereich, Versicherungsbereich, Energiebereich funktioniert das in der Regel sehr, sehr gut. Ja, da kann man wirklich in der Regel schon oder realistisch auch wirklich dann natürlich auch mit der entsprechenden Bereitschaft direkt am Kunden zu arbeiten, auch sehr schnell 3- und auch 4-stellige Einkommen generieren. Natürlich, Top-Verkäufer können auch mehr erreichen, aber natürlich müssen auch dann auch die Bereitschaft haben, auch so arbeiten zu wollen im Direktvertrieb. Ansonsten rein von dem Strukturaufbau natürlich, wenn du dort zum Beispiel vorhast, sehr schnell 1.000 Euro zu verdienen, ist das in der Regel ein Ziel, was nicht konvergent ist mit Network Marketing, weil einfach Network Marketing eine gewisse Vorlaufleistung benötigt, eine gewisse Geduld benötigt. Deswegen würde ich auch hier genau schauen im Vorfeld, ist deine Ziel,
also deine Zielsetzung überhaupt realistisch mit dem Network Marketing Geschäft? Also kann Network Marketing überhaupt dein Ziel ermöglichen oder hast du vielleicht eine Zielsetzung, die einfach nicht kompatibel ist? Also auch dort ganz wichtig, dass du dein Ziel genau analysierst. Wenn dein Ziel zum Beispiel ist, beispielsweise bist du jetzt 55 Jahre, ja, als Beispiel, weißt, die Rente ist nicht mehr weit und deine Rente, weißt du auch, wird wahrscheinlich nicht so hoch ausfallen und du möchtest dir zum Beispiel bis zur Rente zumindest ein paar hundert Euro oder vielleicht auch ein paar tausend Euro zusätzlich aufbauen und dann auf jeden Fall, natürlich vorausgesetzt, du hast ein Produkt gefunden, wo du dahinter stehst und natürlich auch eine Firma, die funktioniert, dann natürlich wäre die Zielsetzung absolut realistisch und dann wird das Ganze natürlich auch Sinn für dich machen. Als zweites natürlich auch wichtig, du brauchst, nachdem du das Ziel hast, eine Strategie. Also wie möchtest du dein Ziel erreichen? Wenn du zum Beispiel im Online-Marketing arbeiten möchtest, also wenn du jetzt vorzugsweise oder vielleicht auch 100%, so wie ich persönlich zum Beispiel, deine Teampartner, deine potenziellen Teampartner, also online auf deine Geschäftsmöglichkeit aufmerksam machen möchtest oder vielleicht auch zusätzlich nur in Anführungsstrichen Kunden direkt gewinnen möchtest, über das Internet zum Beispiel, dann solltest du aber auch für dich eine Strategie haben. Also wie möchtest du später auf dein Produkt, auf dein Unternehmenskonzept aufmerksam machen, um für dich neue potenzielle Teampartner und Kunden zu gewinnen? Du brauchst also unbedingt eine Strategie und deine Strategie sollte also logischerweise auch möglich sein. Ja, es gibt ja gewisse Produkte, wo man dann anders vorgehen muss im Marketing, ja, als mit einem Produkt, also ein Produkt zum Beispiel im Finanzbereich, hier brauchst du zum Beispiel viel mehr Vertrauen beim Kunden, als bei einem Produkt, wo es zum Beispiel um Nahrungsergänzung geht. Ja. Das heißt, du musst zum Beispiel im Bereich von Finanzprodukten in der Regel viel persönlicher mit deiner potenziellen Zielgruppe arbeiten. Dort zum Beispiel nur etwas über einen Blog bekannt zu machen, ohne beispielsweise das persönliche Gespräch, gerade wenn es um höhere Anlagesummen geht, ist die Abschlussquote dann wesentlich schlechter in der Regel. Ja, also da muss man halt genau gucken, welche Arbeitsweise möchte man je nach Produkt einsetzen. Eine Strategie muss also immer konvergent auch sein zu dem Produkt, was du vertreibst und gegebenenfalls auch zu dem Network-Marketing-Plan, dem Vergütungsplan in deinem Unternehmen. Also ganz wichtig, eine Strategie sollte auch hier konvergent sein mit der Firma und dem Produkt, was du später erfolgreich durch deine Struktur, egal ob direkt oder indirekt, vermarkten möchtest. Wenn du hingegen vorhast, zum Beispiel vorzugsweise im Direktvertrieb zu arbeiten, weil du vielleicht die Zielsetzung hast, sehr schnell höhere Summen zu generieren, vielleicht sogar ja auch sehr schnell ein hauptberufliches Einkommen aufzubauen, ist natürlich der Direktvertrieb an sich sehr geeignet, vorausgesetzt natürlich auch hier wieder das Produkt stimmt, ja, was wir hin kurz angesprochen haben. Aber solltest du auch hier eine Strategie haben? Also wie möchtest du strategisch vorgehen, um später direkt dein Produkt an den Mann, an die Frau zu bringen? Wenn du zum Beispiel einen Sponsor hast, der sich bereits auskennt, als an diesem Beispiel im Bereich Direktvertrieb, im Bereich Offline-Marketing, macht das für dich natürlich die Arbeit sehr, sehr leicht. Am besten wirst du dann hier auch eine Upline selektieren, ob die Upline jetzt direkt ist oder indirekt, die sich jetzt in dem Bereich auskennt, sei dahingestellt. Aber dann natürlich müsstest du das Rad nicht extra neu erfinden und würdest auch viel schneller in die Erfolgsspur kommen. Also guck auch dort zum Beispiel, je nachdem, welche Strategie du anwendest, hat die Upline die Kompetenz, die ich mir wünsche, also als Beispiel, du möchtest im Online-Marketing arbeiten, dann wäre es doch gut, dir auch einen Ansprechpartner zu suchen, die sich bereits im Online-Marketing auskennt und idealerweise schon sukzessive neue Partner und Kunden kontinuierlich über das Internet gewinnt, würde für dich auf jeden Fall die Arbeit vereinfachen und dein Erfolg auf jeden Fall wesentlich, also Richtung Erfolg, das Ganze bei dir auch wesentlich verkürzen. Ja? Also das würde ich dir empfehlen, bevor du überlegst, im Network Marketing einzusteigen, dass du diese Punkte für dich begutachtest. Wenn du das durchgearbeitet hast, wenn das Produkt stimmt, ja, du sagst, okay, Produkt bin ich bereit zu nutzen, kann ich auch mit gutem Gewissen und Gewissen weiterempfehlen. Wenn die Firma stimmt, ja, hast du schon einen weiteren Punkt gefunden, wo du weißt, okay, wunderbar, also schon zwei Punkte abgearbeitet. Wenn deine Zielsetzung konvergent zu Network Marketing, also wie das Business auch wirklich in der Praxis funktioniert und wenn du dazu eine passende Strategie hast, also dann dein Ziel zu erreichen, natürlich mit dem Produkt und mit der Firma, mit dem Vergütungsplan und so weiter, dann kannst du für dich sagen, okay, ja,
ich kann, ich möchte in das Network-Marketing-Geschäft einsteigen. Und wenn du irgendwo findest, da passt was nicht, dann würde ich mir nochmal gut überlegen, ob du ins Network-Marketing einsteigen möchtest. Und ich würde dann auf jeden Fall davon abraten, weil auch Network-Marketing, auch wenn viele andere Behauptungen immer wieder getätigt werden, ist auch wie alles andere auf der Welt kein Geschäft für jeden. Ist auch vollkommen legitim. Genauso wie nicht jeder Arzt werden möchte, wie nicht jeder Pilot werden möchte, wie nicht jeder Bauarbeiter werden möchte. Ja, es muss immer so eine Menschen geben. Das ist auch gut so. Genauso wird auch niemals Network Marketing etwas für jeden sein. Also da wird auch keiner böse sein. Wichtig ist, du machst das Geschäft für dich, ja, wenn du es denn machst. Und es sollte für dich wirklich auch das Richtige sein. Und dann erst entscheide dich, in diese Branche einzusteigen. Das war's in diesem Video. Ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute. Und liebe Grüße aus Schwerin, dein Matthias. Ciao, ciao.